Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil HD. Herzlich willkommen bei Trend17TV und euer Trendsack ist wieder tätig für euch am Mic hier. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's weiter hier, jawohl. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich für euren netten Support, auch für das Halloween-Special-Projekt. Ganz lieb von euch, vielen Dank dafür. Ordentlich weitermachen so, ganz wichtig. Und ja, wenn ihr hier auch was zu sagen wollt oder wenn ihr noch ein Däumchen geben wollt, dann lasst euch nicht aufhalten. Auch ganz nett wäre, wenn ihr mal meine Social-Media-Plattform mal abcheckt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Vielen Dank dafür im Voraus und heute geht's weiter hier. Ich mache mich hier mal wieder auf den Weg. So, da kann man nicht weiter. Wir müssen... Erstmal wieder überlegen, wo ich jetzt hier überhaupt lang muss. Ich muss zu diesem Typen hin hier. Genau. Und da müssen wir hier die Tür hoch. Nach oben gehen. So meine ich doch zumindest. Ja, hier ist richtig. Oh, da liegt noch ein Magazin. Ich werde mal eben kurz schauen, ob ich noch... Ja, ich hätte noch Platz. Das nehmen wir doch mit, das Magazin. Perfekt. Gesundheit sieht auch gut aus. So, geht mal her. Und wir müssen auch noch mal eben schnell hier kombinieren. So, da haben wir wieder genug Schuss hier auf dem Kessel. Sehr schön, weiter geht's. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Wenn man sich erstmal ein wenig an die Steuerung gewöhnt hat, ist das Spiel eigentlich ganz cool. So. Ich meine, man kann hier... Das habe ich nämlich erst übersehen. Ich bin hier aber vorbeigerannt. Hier ist übrigens noch eine Pflanze. Die können wir uns aber noch aufheben für später. Oh, nee. Da kommt schon wieder jemand. Ach, nee, das muss doch jetzt nicht sein. Der kommt jetzt. Okay, dann machen wir den erst alle hier. Komm her hier, Boy. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Komm her hier. Jawohl. Komm, Headshot, yeah, Baby! Ast rein! Das war doch mal ein furioser Auftakt hier. Perfekt. So, und hier gehen wir jetzt rein. Da kommen wir in so einen kleinen Korridor. Von der anderen Seite verschlossen, wie es sollte es auch anders sein. So, hier kommen wir... Oh, das sieht ja schon spannend aus hier. Hier war ich noch nicht. Da blitzt und blinkt was. Ein goldener Pfeil, aber natürlich nehmen wir den mit. So, haben wir hier noch was? Abgrasen? Nee, ne? Ich glaube, das war's, ne? Von der anderen Seite, wie sollte es auch anders sein? Hier die Tür aufgeschlossen. Ach, hier kommen wir durch. Wie cool ist das denn? Dann kommen wir hier oben jetzt lang. Ja, nee, den Dolch nehme ich jetzt mal nicht mit. Der verbraucht mir jetzt dann zu viel Platz in meinem Inventar. Mal eben schauen, wenn ich das jetzt, ich habe ja eben Schüsse hier verballert, wenn ich die jetzt kombiniere mit dem Magazin, müsste das doch, ha, haben wir wieder einen Platz frei, perfekt. So, ja, jetzt müsste ich eigentlich doch runter, hier irgendwie, so, mal gucken. Hier runter.
hier ist eine Tür. Eine Tür. Da bin ich bestimmt auch 300 Mal dran vorbeigelaufen. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Jawohl. Wo sind wir hier jetzt? Sind wir draußen scheinbar. So, mal vorsichtig schauen hier. Mal die Gegend abchecken. Oh, da funkelt was. Da kommen wir aber scheinbar nicht ran. Nee, wir müssen hier lang. Hä? Oh mein Gott. Und dann müssen wir rechts. Nee, da kommen wir nicht rum. Oh mein Gott. Nee, wir müssen da lang. Stimmt. Da guckt er nochmal vorbei. So. Dann haben... Das gibt's doch nicht. Moment. Da geht der gleich wieder raus. Wir stehen doch jetzt hier vor. Hier müssen wir doch was machen. Aha. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Und wir haben hier eine Pfeilspitze, beziehungsweise einen Pfeil haben wir. Den schauen wir uns mal an. Prüfen. Größe. Da ist doch die Pfeilspitze dran. Mhm. Untersuchen. Oh, die haben wir jetzt abgenommen, die Pfeilspitze. Das ist schon mal sehr schön. Gesundheit sieht auch gut aus. Sehr schön. Da können wir die doch auch verwenden. Perfekt. Oh ja. Und schon öffnet sich da unten irgendwie was. Dann schauen wir mal nach unten. Das sind schon mal Geräusche, die ich gar nicht gerne mag. Uah. Was haben wir hier denn alles? Oh mein Gott. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Die Flammen werden größer. Die werden hier im Moment... Aha, okay. Kann man da auch noch... Da ist irgendwie ein Altar. Da leuchtet was. Ist ein Buch in die Einbuchtung eingepasst. Buch der Verfluchung mitnehmen. Aber selbstverständlich nehmen wir das mit. Wir haben ja zwei freie Plätze. Da oben ist doch ein Sarg hochgelassen. Oh mein Gott. Ich befürchte mal. Aber das Buch wollen wir uns mal anschauen hier. Prüfen. Ja, so kann man da... Noch nicht viel. Oh, was haben wir denn da? Ein Schlüssel eingebettet. Oh, das ist ja eine fiese Aktion, wa? Das ist ja eine fiese Aktion. Im Buch hinten Schlüssel eingearbeitet. Aber selbstverständlich entfernen wir den. Was haben wir denn hier für einen Schlüssel? Ein Hausschlüssel. Wie cool ist das denn? Buch der Verfluchung. Eine, die nichts Böses... Achso, die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Das ist... ich weiß gar nicht, ob ich das will. Die kann man eigentlich lieber schlafen lassen.
Die Macht des Bösen. Was haben wir hier denn für einen Schlüssel gefunden? Prüfen. Was war doch untersuchen? Ein Schwertsymbol sehe ich da. Wie cool ist das denn? Ich meine, wir hatten doch Schlösser mit Schwertsymbol. Sehr fein. Ich glaube, da kommen wir dann mal in ein paar Räume mehr rein jetzt. Das ist doch mal sehr schön. So, jetzt schauen wir uns mal die Masken hier an. Oder was das sein soll. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. Die nächste. Eine Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Nase. Und eine Steinstatue mit einem Loch anstelle des Munds. Heißt das nicht eigentlich anstelle des Mundes? Richtig Deutsch? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, das heißt anstelle des Mundes. Munds. Ich meine nicht, dass man Munds schreibt, aber ist ja auch nicht ganz so wichtig. So. Da wollen wir hier mal wieder rausgehen, ne? Und unseren neuen neuen Schlüssel mal ausprobieren. Oder haben wir hier noch irgendwas übersehen? Kette bewegt sich. Wer weiß, wohin sie führt. Hier ist ein Feuer. Die Flammen, das wissen wir auch schon alles. Jeden Moment. So, ich glaube, wir müssen hier in diese Richtung, damit ich wieder rauskomme. Hier durch, genau, ne? Durch diesen Tunnel, richtig. Unser neuer Schlüssel. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Da sind wir wieder. Da haben wir doch mal richtig was geschafft. Das muss ich ja nochmal wiederholen. Mal richtig was geschafft heute. Eine Pfeilspitze gefunden. Einen Schlüssel gefunden. Buch gefunden. Statuen gefunden. Wie cool ist das denn? So. Da gehen wir mal wieder rein in die Hütten. Da eröffnen sich doch ganz neue Wege jetzt für uns. Ja. Probieren wir den erstmal hier aus, hier unten. Vielleicht passt der hier ja schon. Ein Helmsymbol, das passt nicht. Ich würde sagen, wir gehen da wieder. Oh, das ist hoffentlich nicht die Haustür. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Ach, Schwein gehabt. Ich bin schon einmal aus Versehen durch die Haustür rausgegangen. Da habe ich die Aufnahme natürlich sofort gecuttet. Na, da können wir durch. Wie cool ist das denn? Da schauen wir doch gleich mal. Oh, wo sind wir hier denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Leute, ist das cool. Mal ein Raum, der nicht so dunkel ist. Da kommt bestimmt gleich ein Zomb. Oh, 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 oh. Das war ich nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, diese Kamera. Nein, ich sehe überhaupt nichts, was da kommt. Wo sind denn hier die Türen? Ich schaue mal ganz schnell. Sind hier überhaupt irgendwelche Türen? Ach, der Gang geht scheinbar irgendwie nach draußen. Okay. Ist hier noch irgendwas? Teller? Hoffentlich sind da nicht auch wieder irgendwelche Köter.
Hier bin ich ja noch gar nicht gewesen. Wow! Momentus. Momentus Maximus. Ein. Wow, shit! Raus hier, raus, 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 raus! Oh nee! Nein, 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 nein! Oh, fuck, 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 fuck! Geh raus, raus, raus! Geh ruhig da! Oh! Hab ich mich erschrocken! Boah! Wow! Shit, hoffentlich bin ich in die richtige Richtung gegangen. Ja, ich bin in die richtige Richtung gegangen. Boah. Ich wollte mich nochmal eben ganz schnell speichern. Das machen wir jetzt als erstes nochmal eben. Schnell speichern. Wenn ich nämlich jetzt ins Gras beiß, dann war das alles umsonst. So, Schreibmaschine. Die ollen Köter, das gibt's ja wohl nicht, verwenden ja. So, okay. Das Spiel ist gespeichert, ne? Überschreiben ja. So. Hier muss man aufpassen, wenn das Ding nicht getackert hat, dann haben wir noch nicht aufgenommen, also noch nicht überspielt. So, wir müssen ja auf jeden Fall jetzt was finden für die Statuen. Und ich muss die ollen Köder, die haben mich so erschrocken, die sind jetzt fällig, die ollen Drecksköder. Wobei, die sind schwer zu kriegen. Shit. Ich meine, wie kriege ich das jetzt so schnell hin? Ein Drecksköder. Aber da ist irgendwas, da ist irgendwas. Ich muss ein bisschen vor. Wow, 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 wow. Jetzt sind die weg, oder wie? Drecksköder. Nein, da sind sie! Shit! Shit, shit! Wow, 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 wow! Da sind sie. Oh, die Kameraführung, die bringt mich noch um hier. Das ist ja... Komm her, komm her, komm her. Ich habe ja gespeichert. Komm her. Ah, wie soll ich den denn jetzt sehen, den Köder? Nein! Jawohl. Ja. Sehr schön. Wow. Das war doch mal was. Ist mir ja ein bisschen schwer gefallen, da ich Hunde sehr gerne mag. Aber das waren ja nun Zombie-Hunde. Irgendwas wird hier sein. Irgendwas wird hier sein. Da ist die Tür ist auf. Irgendwas muss hier sein. Hier? Wo geht's dahin? Die Tür ist verschlossen. Leicht zu knacken, aber wir können glaube ich noch nicht knacken. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier kommt bestimmt gleich ein Zomb. Wow, 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 wow. Oh, das ist so fies, wenn die... Oh. Ah, was war das denn? Ein Spiegel? Hier geht's raus. Kann man hier raus? Nee. Wo geht das hier denn hin? Da geht's weiter.
Hier ist noch eine Tür. Mal gucken, wo die hinführt. Hier war ich doch auch noch nicht, oder? Oh mein Gott, ist das ein Riesenhaus. Entdeckt. Ja, das haben wir jetzt entdeckt. So, schauen wir hier mal. Die Türen lassen sich jetzt auch fast alle öffnen. Irgendwie war das ganz schön, als sich das noch nicht alles öffnen ließ hier. Oh, no, 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 no. Oh, jetzt kann ich ihn gar nicht sehen, wenn er kommt. Ich weiß gar nicht, wann er kommt. Ich schieße einfach mal. Komm her. Einen schönen Headshot. Komm her, den schaffen wir noch. Ja. Yeah, Baby. Ich hoffe ja, da ist nicht noch einer. Oh, da ist noch einer. Shit. Shit, da ist noch einer. Ich kann nicht weiter vorkommen. Da kommt er, da kommt er. Komm her. Komm her. Nein! Shit, 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 shit! Boah, sauber! Wow, 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 wow! Hier ist eine Tür, rein da! Rein da, rein da! Oh, das ist ja cool! Wir haben eine Box gefunden. So, meine Lieben. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Da kann ich auch gleich abspeichern. Meine Güte, das war wirklich mal wieder eine aufregende Folge hier. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like oder einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen und unterstützt das Projekt ein bisschen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und versprecht mir, bleibt gesund. Haut rein. Ciao.